Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von New Super Mario Bros. Land. Die 93 Stufe hier im Bambuswald sind wir immer noch, denn so wie ich vermute, müssen wir eine Alternativroute nutzen, um zum nächsten Level zu kommen. Und der ist sicherlich dort oben, wo man nur mit der Flugkraft hinkommt. Das wäre eigentlich... Eigentlich wäre es besser. Jawohl, jetzt habe ich nämlich hier die Karotte aufgehoben. Ja. Das, wenn ich Midi als Reserve halte. Stopp. Oh, wie süß. Du bist tot. Wie süß, wie süß. Wenn ich mir die Karotte aufhebe, bis ich bei der Stelle bin. Weil ich brauche auf jeden Fall, denke ich, die Flugkraft. Ah, verdammte Kiste. Das ging jetzt nicht nach Plan auf. Mal sehen. Ich sollte... Hier darf ich die Karotte nicht schmeißen. Ansonsten schmeiße ich sie nur wieder weg, wo ich nicht hinkomme. Stopp. Okay, gib mir die Karotte. Okay. Du bist weg. Okay, ich warte mal und hüpp. Ich muss den Sprung richtig hinkriegen. Ich habe genug Zeit. Keine Hetze, außer... Ach, lecko mio. Kann ich es immer noch schaffen? Ich glaube, nein. Oh Mann, dann kriege ich halt... Bah. Hui. Ich finde es so verdammt süß, wenn ich so... Hui. Und irgendwann platzt und dann macht... Das in der... Aber das schon in der zweiten Welt. Einmal habe ich es hingekriegt. Nur bin ich danach leider runtergefallen. Ansonsten hätte ich es gleich gehabt. Es könnte natürlich nur meine Einbindung sein, aber mir kommt vor, als wäre die Marisa ein bisschen schlüpfrig unterwegs. Also, nee, nicht schlüpfrig, sondern ein bisschen schlitterig. Wenn die rennt und dann macht sie einem eigentlich so, wir sollen die eine Kurve machen, dann... Hey! Da habe ich ja gerade noch hier auf den Zug geschafft. Das war Können. Dies war Können. Ach, da haben wir einen Stern. Hab ihn leider nicht erwischt. Zumindest weiß ich, wo er ist. Wenn ich ihn brauche. Ach, lecker mio. Ja, das bringt jetzt ja auch viel. Ich brauche die Flugkraft. Anders geht's nicht. Ach, nur die kleine Marisa kann sich dann vom Ballon weg davon treiben lassen. Ah. Zumindest sammle ich dadurch Punkte und könnte mir neue Leben kaufen. Okay. Ah, verdammte Kiste. Ist die hier irgendwie, als sie aus dem Haus gegangen ist, über Seife gerutscht und es klebt dir jetzt am Schuh oder was ist denn los? Okay. Hasen-Marisa unterwegs. Auf der. Ach, leck doch, verdammt doch mal. Ach, no. Jetzt werde ich ungeduldig. Ach, ich behalte die Konzentration, Schobo. Sei der Frieden mit dir. Aber bloß nicht in den Bambus rein, ja? Auch wenn er reich an Vitaminen ist, oder Nährstoffen, weil ich meine, die Pandas fressen das Zeug ja den ganzen Tag. Dich davon durchbohren lassen, ist nicht so gut. Auch wenn es dann schneller in deine Körpermitte kommt, es kommt auch ziemlich viel dann aus der Körpermitte raus. Sachen, die es eigentlich in der Körpermitte bleiben sollten. Und hopp. Ja. Ich mache gerne Blöcke kaputt, deshalb mache ich das und... Und okay. Weg da. Nun kriege ich es hin. Ich glaube, ich könnte wirklich, wenn ich über die Plattform hier komme, habe ich ein bisschen mehr Anlauf. Okay. Anlauf, Anlauf, Anlauf und hüpp. Ach, verdammt nochmal, leck mich fett.
Ich bleib ruhig. Ihr bleibt ruhig. Ich bleib. Und davon mit den Sorgen. Wir sehen uns dann wieder morgen. Oh Gott. Ich hab's einmal hingekriegt, nur dann hab ich's versaut und jetzt krieg ich's nicht wieder hin. Was ist denn mit mir los? Warum krieg ich's jetzt nicht hin? Ich hab doch die richtige Strategie, aber ich kann die nicht mal umsetzen, weil ich jetzt den Plan habe. Als ich keinen Plan habe. Ach, verdammte Kiste. Da, wenn ich keinen Plan habe, dann funktionieren die Sachen. Wenn ich einen Plan habe, dann geht er nicht auf. Und ich komme nicht mal an Möhren. Das wäre die einzige Möhre hier, oder? Oder ich sehe noch mal eine Möhre. Nein, hier ist keine Möhre. Das ist das Blöde. Hier sind so wenig Möhren. Oder? Ich könnte natürlich auch versuchen, vom Fleisch wieder rüber zu hüpfen, aber ich glaube nicht, dass ich das hinkriege. Das ist zu knapp, um es hinzukriegen. Vielleicht, wenn ich größer bin. Ich probiere es mal ein bisschen. Vielleicht kriege ich es hin. Okay, da ist der Flauschi. Ah, lecker mir. Ich glaube, ich probiere es nicht. Außerdem wäre der Sprung nicht hoch genug. Auch wenn, auch mit der Flauschi-Methode. Flauschi-Methode. Okay, ich warte mal, bis ich am höchsten Punkt bin. Nein, ich glaube, ich krieg's nicht hin. Ist frustrierend. Das ist frustrierend. Hui. Und das befreit doch meine Seele doch ein bisschen. Dieser schöne Anblick von der Marisa, wie sie in die himmlischen Höhen hinaufsteigt. Verdammte Kiste. Ich habe ein Pech. Brauche ich ein paar mehr Hasenpfoten. Kommt her, kleine Häschen. Ich möchte euch die Hand geben. Und dann macht einmal Ratsch. Hohoho. Okay. Die Karotte verlierst du nicht. Mach normale Sprünge, die du besser abschätzen kannst. Tatsing. Kopf das Babum. Hohoho. Das ist gut. Stirb, Kreuzhäschen. Oh, wenn ich aussehe wie deine große Schwester, wie deine Mutter, Mama. Ich hab dich nicht lieb. Und das ist, glaube ich, macht mehr Schaden, als dass ich auf ihren Kopf springe. Das ist ein seelischer Schaden. Okay, ich glaube, hier kann ich nicht. Weg da. Bang. Ach, das ist die Sache. Sobald ich die Taste ein bisschen länger gedrückt halte, ja, mache ich den länger Sprung. Wenn ich... Lasst mich in Ruhe. Sobald ich aber zu lange warte, dann habe ich nicht mehr genug... Vielleicht so? Ach komm, das ist so knapp. Ach... Da ist jetzt doch noch eine Karotte drin, das ist doch schön. Ja, natürlich, es geht doch, verdammte Gaste, jetzt muss ich mich beeilen. Okay, auf den Block und dann einfach weiter, 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 weiter und... Oh, Backe, Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Ich habe eine Möhre, nimm die Möhre. Die Möhre ist nicht effektiv, verdammte Gaste, dann nehme ich halt die Möhre. Ganz vorsichtig. Vielleicht brauche ich die Möhre nochmal. Okay. Anlauf. Jawohl! Es geht doch und das nach knappen 10 Minuten. Aber hoffentlich war es das auch. Das war ein blauer Ballon. Oh, na danke schön. Das Spiel kann weitergehen, meine Lieben. Aber erstmal, kann ich hier eigentlich was machen? Nö, das ist einfach nur mein Ausgangspunkt. Ich kann mir... zwei Leben holen. Einmal. Zweimal. Kann mir einen Tee zur Reserve holen? Ja, das geht. Jetzt habe ich die Karotte als Reserve und einmal speichern, Dankeschön.
Danke für den Einkauf, beehren Sie uns bitte bald wieder. Ja, dieses bald wird weiter sein, als du denkst. Jetzt würde mich interessieren, wie diese Level heißen. Da, da, da. Oh, wie süß, die laufen einfach. Nimm dies. Du lebst nochmal. Noch eine Möhre. Ich habe eine Möhre. Auf dich. Jetzt tut man ein bisschen in der Seele weh. Ich werde dich aufhalten mit meiner ganzen Macht. Und dann passiert sowas. Dann kommt die. Du schon was können, du schon was können. Jippie. Auch dieser kurze Moment. Moment, das geht doch so. Hep. Oh, Backe. Ich glaube, da unten ist nichts, oder? Hier brauche ich die Möhre, weil ich muss fliegen können. Das heißt aber, ich muss erstmal. Oh, schade. Ich hätte doch die Möhre nehmen sollen, aber zumindest habe ich den einen Stern, den ich so hätte nicht kriegen können. Weil ich muss da ein bisschen gleiten. Ich muss schon fliegen. Und hier ist sogar nur ein Pilz drin. Die Möhre kriege ich erst noch. Wow! Dieses Können! das ist kein Können. Ich schäme mich. So, Moment. Es muss auch möglich sein, ohne Möhre da hochzukommen. Was ist wohl nicht gespeichert? Also, weil ich den Level nicht geschafft habe. Okay. Mal sehen, ob ich den kriege. Wie soll denn das ohne die Möhre gehen? Das geht doch gar nicht ohne Möhren. Das heißt, man muss groß sein, damit nämlich in dem anderen Block die Möhre drin ist. Das System hat Lücken. Okay, jetzt muss ich groß bleiben, damit die Möhre dann im anderen Block erscheint. Zack. Und hoppala. Dankeschön. Oh Gott. Ich war wieder zu schlittrig gewesen. Aber na gut, schaut euch die Schuhe an. Das kann schnell passieren bei solchen Pantoffeln. Pantoffeln. Mhm. Und hopp. Komm, Breaker. Ich glaube, jetzt kann ich sogar wieder sein lassen. Autsch. Wie fröhlich sie aussieht und die tut mir weh. Das macht mich wirklich traurig. Sowas hatte ich ja, wenn man eine Sache unbedingt machen muss, damit man weiterkommt. In dem letzten Level war es, man muss die Alternativroute nehmen. Hier braucht man, soweit ich gesehen habe, braucht man eine Möhre, damit man weiterkommt. Oder es gibt ja auch nochmal Alternativweg und. Aber wie soll ich da oben hinkommen? Ich glaube gar nicht. Okay, du kommst zu mir. Dankeschön. Und hopp. Die beschleunigt, glaube ich, ein bisschen schneller als Mario, was das Rennen angeht. Gib mir die Möhre. Möhre. Miau. Nicht runterfallen. Auch wie die wackeln die Ösche. Okay. Probiere ich jetzt mal mein Bestes. Hing! Ja, so klappt's. Oh, Jesus. Hing! Vorsicht! Hing! Jesus! Nein, ich darf jetzt nicht sterben. Ich bin so weit gekommen. Die kommt mir auch noch nach. Bleib weg. Bitte, Pilz. Danke. Achso, ich hätte einen extra Pilz gehabt. Ich bin blöd. Hep. Und hep. Okay. So viele Sachen, die ich auslasse, aber hey, ich möchte lieber überleben. Und hüpp. Dankeschön. Extra Sternchen. Aha, ein paar flätzige Nudelsterne für die flätzige Marisa, die Nudelesserin. So. Ihr kennt ja die Masche. Der Turbo geht erstmal wieder speichern. Speichern. Das würde für ein Leben nicht reichen, nö.
Ich hoffe nicht, ich hoffe, dass in jeder Welt irgendwie so ein Shop da ist. Wäre nämlich ein bisschen viel Aufwand, immer wieder in den ersten Level in die erste Welt zurück. Ach, bitte. Ja, das ist die Musik verändert. Ah, weil das ein Scroll-Level ist, okay. Tanzen wir! Das ist nicht schön. Das ist nicht schön, aber ich habe die Sterne. Da, 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 da. Was ist das? Oh Gott. Oh je. Wo geht das denn hin? Oh Gott. Sowas hasse ich. Ich bin so schnell. Wo geht's lang? Da lang, okay. Okay. Ah, Nase juckt. Und hoch und hoch und hoch und weiter geht's. Und hoch geht's. Ise. Ich bin oben. Geheimgang wird genommen. Oh Gott. Wahrscheinlich ist da ein Stern drin, aber. Ne, ist nur eine Möhre. Okay. Da ist der Stern. Das ist aber auch fies. Was geduckt bleiben, was? Balala. Oh je. Häschen in der Grube. Hä? Und das war's schon gewesen, hä? Achtung, da geht's runter. Nein! Puh. Das wäre beinahe noch schief gegangen. Moment, das war die Alternative, oder? Das war der blaue Ballon. Oh. Ach, jetzt bin ich beim Shop. Ah, das ist ja praktisch. Das ist ja praktisch. Das heißt, hätte ich die alte... Ein kleiner Framedrop gerade eben. In einem Safen. Hätte ich also die Alternativroute nicht genommen, hätte ich den Shop gar nicht freigeschaltet. Da ich gut schon gewesen. Jetzt habe ich nämlich dort gespeichert. Bei Stage, nach Stage 5. Und jetzt... Warte. Du kannst mich mal. Oh je. Yeah. Möhrchen für unterwegs. Die Mechanik ist eigentlich gar nicht so schwer. Obwohl ich eigentlich nicht glaube, dass ich so viel wiege. Ich esse doch nur Möhrchen. Sind gesund. Gut für die Augen. Gut für den Mund. Ich nehme sie in den Mund. So reimt sich's. Okay. Und wechsel. Ja, eins, zwei. Ah! Ich werde runtergeschubst. Jetzt konnte es knapp werden. Ja, weil ich runtergeschubst werde. Super. Oh Jesus. Oh Jesus. Jesus Grimini. Okay, ich hab den Stern. Und hüpp. Jawohl, schon mal jetzt gemacht. Du verdammtes Spießrutenhäschen, du. Wie willst du denn da überhaupt rauskommen? Das war... eine schlechte Idee. Die sind rot. Blaue, die bewegen sich. In eine Richtung. Die grünen drehen sich. Zum Glück habe ich gespeichert. Ich habe nicht gesehen, dass ich keine Leben mehr hatte. Game over. Verdammt nochmal bin ich froh, dass ich den anderen, dass ich die andere Route genommen habe. Jesus Criminy. Also man hat keinen nullten Versuch. Ein Leben heißt ein Leben. Oh, ich werde sogar mit meiner Vermeldung hier geladen. Das finde ich auch schön. Gib mir Möhrchen. Gut, die roten fallen also sofort runter. Okay. Deshalb mache ich solche Scroll-Level nicht. Ich möchte immer weiter. Jesus! Ich kann den Sound nachmachen. Das wollte ich nur gerade mal demonstrieren. Verdammte Kiste! Ich will mal Möhrchen haben. Ohne Möhrchen gehe ich nicht ins Bett. Okay, jetzt muss ich aufpassen, weil ich werde runtergeschubst. Von links oder rechts werde ich geschubst. Hä? Alter, meine Nase juckt. Von außen, nicht von innen. Das ist der Häschen Dance. Und hopp. Das war perfekt. Die schaut auch nur so böse. Jeder, der auf meinen Spieß hüpft. Den werde ich verachten. Aha, okay, jetzt warten wir. Und hopp. Und ich sehe es geschafft.
Wahrscheinlich wieder kurz vorm Ziel. Natürlich, kurz vor Ziel. Die Level sind nicht lang. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und... Na, schade. Ja, da, 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 da. Bink. Yeshari. Ach. Das ist wohl die Welt der Nebenrouten, was? Die Welt der Nebenrouten. Schöner Titel. Welt der Nebenrouten. Also. Denn jetzt muss ich hier eine Nebenroute finden, damit ich damit es weitergeht. Aber das, meine Damen und Herren, machen wir in der nächsten Ausgabe von New Super Mario Land. Oh, so ein bisschen Herausforderung hat das Spiel schon, wie ihr seht. Einmal wegen den Passagen, einmal wegen der Zeit, weil 400 Sekunden vergehen doch schneller als gedacht, zumindest in diesem Spiel. Aber dennoch habe ich Spaß und ich bin motiviert, hier weiter zu machen. Ich soll ja nicht so aussehen, als wäre ich einer, der wirklich schnell die Flinte ins Korn wirft. Und dann hätte man nochmal ein bisschen mehr Eisenzusatz in seinem Frühstücksbrot. Nein, das will ich nicht. Also gut, meine Damen und Herren, wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich bei der Fortsetzung wieder. Bis dann, Ihr 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.